schnell weg. Hallo, servus und herzlich willkommen zu, ich glaube, unserer letzten Episode mit Never Alone. Wir sind hier gerade auf der Flucht vor dem bösen, bösen Schneemann. Hier waren wir das letzte Mal gestanden. So, und jetzt müssen wir uns ganz fix beeilen, dass wir hier unserer kleinen Luna den Weg ebnen. Okay, hier unten durch. Kriegen wir alles hin. Alles easy. Nein! Jawohl! Alles easy. In das dunkle Nass. Ah, komm schon. Einmal hier hoch. Ja. Das ist alles Absicht, um hier einfach ein besseres Gefühl zu kriegen. Also, ja, ich weiß, spart euch bitte eure Kommentare. Nein, natürlich nicht. Schreibt sie, wenn ihr wollt, unten in den Kommentarbereich. Dafür ist er auch da, aber ich meine hier jetzt quasi Szene-Kommentare. Okay, komm, wir versuchen hier unten durch zu manövrieren. Jetzt komm hoch hier. Ah, ja. Oh, der Schneesturm kommt. Ich sehe ihn kommen. Ja, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich schmeiß einfach mal in die Richtung, mal schauen, ob das was bringt. Ja. Okay, okay, okay. Einmal hier hüpfen. Ah, nein, 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 bleib doch da, wo du bist. Ich bin da ab und zu ein wenig zögerlich, gebe ich zu. Obwohl es wahrscheinlich einfach super funktionieren könnte, aber hey. Hier komm du. Bist du nach oben? Genau, hier hoch. Und schwupps. Komm, 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 komm. Ist uns auf den Fersen. Hier mal runter. Ja. Das war unfair. Die ist einfach gerutscht. Haben wir einen Dusel. Meine Güte. Hör. Okay, komm schon. Einmal hier hoch. Das Wasser. Schalalala. Warten, warten. Geduld. Okay. Ganz locker bleiben. Okay, gut, der. Komm schon. Genau abgepasst. Er ließ die Schaufel fallen, entstieg der flachen Tundra und verfolgte Kunusayuka. Doch Kunusayuka war zu schnell wie der Wind. Los geht's.
wollen wir das hier sicher rauf, genau. Wir warten, locker bleiben. Sehr schön. Bin begeistert. Wow! Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Komm hier hoch. Komm hier hoch. Komm hier hoch. Boah. Jetzt müssen wir nicht nur vor diesem komischen Spezi hinter uns flüchten. Nein, wir haben hier auch noch ein paar Geister, die uns nicht wohlgesonnen sind. Jawohl. Ja. Schnell hier durch. Und hüpfen. Nein! Das war zu lange gewartet. Okay, okay, okay. Hier hoch. Einmal abschießen. Einmal abschießen, einmal abschießen. Nein! Hat sie sich einfach meinen Passagier geschnappt. Der Geist, der gemeine, elendige. Hier schau, ich hab's dir genau vor die Nase platziert. Genau. So gucke ich mir das. Folgen Sie mir unauffällig. Sehr gut. Gut, 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 gut. Und weiter. Mit der Dechsel in Händen rannte er davon. Der große Mann folgte ihm, doch er konnte ihn nicht fangen. Aha. Jetzt sind wir wieder in unserem Eisbärengefüge. Okay, folgen Sie mir, Schwarm. Ja, habe ich es halt schon gesagt, da ist er. Okay, was willst du? Ich schieß dich ab. Du Matz, geh weg. Geh weg. Genau, sonst mache ich dich fertig. Komm her. Klar. Drücke Arm fortzufahren, na klar. Die Werkscherer wollen gut einmal aufgeminnen. Agelan in die Passion, mal der Heroa. Ukahone. Ulimautiga Kaiso. Wir sagen alle, kaut auch die Giga und Lehmann. Ich kenne sie alle, Asche. Wir schauen die Blue in die Passagum. Da wäre ich als Riese fast ein bisschen sauer. Kuwer Jack Beißchen in die Passagum. Ich lach doch gar nicht. Also, doch sehr.
Kunukshayuka Hame Ulimatiga Kailige Ula Kulenge Ani Yubi Ishiga Kishimere Kinyipate. Die Werkscherer Rolluk, illetet Kicksuk, an der Jokagumenu. Mei schön. Der große Mann sah, wie seine Dechsel nach oben durch die Luke im Dach geworfen wurde, und weil ihn das so glücklich machte, brach er in Gelächter aus. Nkanusa Yuka Aria Hohohaha. Genau, so oder so ähnlich. Ich will jetzt nicht mit meinem Gesang foltern. Ich drücke lieber auf A, um fortzufahren. Deriganiam Nukatbeam Okadlautiga ne Werkscherer-Rolle. Ilanin Injunera-Lorowit. Aulanga-Lorowit. Aishulerowit. It Kachsarigma. Asita wala tao tukunayaksok, tatpaw nga taktua mo sila mo. Tapra tayin na nasum, unip karamang tusangariga. Ja, das war's. Liebe Freunde, Never Alone. Cool. In 6 Folgen haben wir die ganze Nummer durchgespielt. Mal ein bisschen zäh, gebe ich zu, aber größtenteils waren wir sehr souverän, muss ich zugeben. Also souverän in absoluter Präzision die Rätsel gelöst. Also das eigentlich kann man es nicht besser machen. Ich muss eigentlich schon sagen, das war schon sehr gut so. Aber wir haben, glaube ich, auch noch 2-3 kleine Videos, die wir freigeschalten haben während des Spiels jetzt auf unserer Flucht. Ich muss mal schauen, wie viel wir davon jetzt geschafft haben, und die schauen wir uns auf jeden Fall noch an im Anschluss, das verspreche ich euch ganz klar. Jetzt schauen wir uns erstmal ganz kurz den Abspann an, weil ihr wisst, ich mag sowas immer ganz gerne, einfach um zu sehen, wer das so alles mitgewirkt hat. Ich halte jetzt mal kurz die Klappe und lasse euch mit dem Abspann alleine.
Ja, wie gesagt, also wirklich eine sehr schöne Art, eine Doku zu machen und einem die Geschichte der Inupiat so ein bisschen näher zu bringen, wer sich dafür interessiert. Finde ich cool. Also wirklich mal was anderes. Wirklich schön. Und wie gesagt, auch in ein paar Episoden durchspielbar. Was Schönes, was man mal nebenbei machen kann. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Okay, ich glaube. Schauen wir mal, was er von uns will. Alles klar. Willkommen zurück auf den Hauptbildschirm. Jetzt schauen wir doch mal, wie versprochen, was uns hier die Kultureinblicke noch bescheren. Hier waren wir zuletzt. Okay, die Wetterkunde haben wir nicht freigeschalten. Schade. Was haben wir denn hier eigentlich noch nicht geschafft? Ich muss einfach nur mal kurz durchswitchen. Okay, ein Mädchen und ihre Nahrung. Entschuldigung, ein Mädchen und ihr Nanook. Ihre Nahrung. Meine Güte. Okay, aber wir schauen uns auf jeden Fall hier noch das Final an. Kanuksayuka und mit diesem Video sage ich Dankeschön, dass ihr dabei wart. Einen ja, schönen Tag euch oder einen schönen Abend. Und lehnt euch nochmal zurück. Genießt den letzten Film und wir sehen uns bei einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal, wenn ihr wollt. Und haut rein, macht es gut. Ciao. With the story of Kanuksayuka told by Robert Cleveland, it's just a masterwork. It's a well-known story among the Inupiaq people. And in our case of producing a video game that really reflects indigenous heritage, it captures the imagination, and it's something that you have a very specific kind of task to do. There's a blizzard, and it is just a non-stop blizzard that is overpowering the people. And there's one man that wants to figure it out. And in our case of the story, it's a girl that wants to find the source of that blizzard. The Blizzard Man, it's like that, is the physical embodiment of an element of nature. And so there's a person that needs to go up and take away that's chipping away that snow. In that community, the person least expected is the one who stands up and makes the difference. Humility is something that we value, and where that comes from is the idea that you are not the biggest thing in the world. And when you live in an extreme environment like where the Inuit reside, you're at the whim of the environment, of the climate, of the animals. You can be as prepared as you can, by learning from your elders, but you're not the biggest force in the world.